Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Ah, ein Achievement. Schaffelmeister. Das ist ein Achievement, weil wir so oft unsere Minister herumgewechselt haben anscheinend. Weiß nicht, warum wir haben das... Haben wir gar nicht. Nee, haben wir gar nicht. Wir haben einmal das Kabinett umgebildet in der ersten Amtszeit. Und dann haben wir... unsere Außenministerin entlassen, weil ihre Loyalität gering war. Und wir sowieso ein neues Kabinett nach der Wahl brauchen. Richtig. So, gehen wir einmal kurz die Probleme durch. Die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft geht runter. Das ist sehr schön. Unsere Umwelt ist sogar noch einen kleinen Tuck gestiegen. Also Umweltverschmutzung. Die Proteste... auch ein kleines Stück noch gestiegen. Gig Economy. Ja. Ist kurz davor. Gott sei Dank ist der Stopptrigger nicht sehr weit entfernt. Aber ich weiß nicht, wie gut wir das anfassen können. Die Wasserknappheit stagniert wenigstens etwas. Und der Climate Adaption Fund wird langsam Auswirkungen zeigen. Langsam, aber sicher. Gut, dass wir damit angefangen haben. Fettleibigkeit. Wieder ein Knick. Fängt an, wieder runterzugehen. Sehr schön. Doctor Strikes. Stagniert. Überfüllte Krankenhäuser. Stagniert. Asthma-Epidemie. Wieder ein kleines Stück angestiegen. So, wir haben 25. Jetzt erstmal den Geheimdienst. Ja. Sehr gern. Ah, das hat auch direkt Auswirkungen auf den, die private Weltraumfahrtindustrie. Na klar, hoher Geheimdienst muss Satelliten starten. Das tut mir leid, Leute. Aber ich würde den jetzt mal reduzieren. Und zwar... ja, so in der Mitte tatsächlich. 1,5 Milliarden. Also, aufgrund dieser privaten Raumfahrt bin ich gerade versucht, es doch ein Stück höher zu machen. 1,7? Weil es ist hier das letzte bisschen oder direkt auf unser Wahlversprechen. 1,73. Das mindert das immer noch um 7%. Ja, aber das finde ich an der Stelle gar nicht so schlimm. Also es ist immer noch was da, das ist wichtig. Die Kriminalität wird, das wäre das eigentliche Hauptproblem gewesen, warum wir es überhaupt so hochgefahren haben. Ja, es war vor allem die organisierte Kriminalität, ja. Genau, und insofern, ich würde es mindestens so lassen und vielleicht auf 1,5 können wir machen, aber eigentlich 1,7 finde ich gut. Okay, dann lassen wir es mal so. Ja. Wir erfüllen eins unserer Wahlversprechen und wir sind leichtes Defizit, 2,56. Wir haben jetzt aber schon direkt wieder Einsparungen gemacht. Aber dieses Defizit ist gewollt, weil wir sind direkt mal in der mittleren Ebene mit dem Climate Adaption Fund eingestiegen. Und den müssen wir früher oder später machen. In diesem Problemfeld Gig Economy, da war auch so ein Bereich mit den Arbeitsrechten, also Labor Laws. Ja. Können wir die noch mal ein bisschen anpassen? Ja. Dass die sich hoffentlich noch ein bisschen auswirken und wir dieses Gig Economy Problem ein bisschen... Oh, gucke, da ist auch der Doctor Strike. Oh ja. Wieder was gelernt. Es ist auch viel ausdifferenzierter, finde ich, als die Democracy 3. Und es entwickelt sich auch gerade jedes Jahr. Ja, es kommen Sachen dazu. Das ist wirklich krass. Und ich würde jetzt... ha! Wenn ich die... spannend. Wenn ich die Rechte hochsetze... wenn ich die Rechte hochsetze, wird die Gig-Economy schlimmer und die Doctor Strikes besser. Weil in der Argumentation wahrscheinlich die verschärften Arbeiterrechte, Arbeitnehmerinnenrechte zu weniger Festanstellungen führen, ja. Die Firmen sourcen mehr aus. Okay, gründen mehr aus, wie auch immer. Okay,
Das heißt, wir müssen uns jetzt so ein Stück weit entscheiden, ob wir, wie wir da rangehen, nochmal mehr. Weil wir einfach auch hier noch den Doctor Strike haben, der ja auch ein Problem für uns ist. Jetzt bin ich gerade unsicher, was da ein guter Weg wäre. Genau, Edelhack, habe ich auch gerade überlegt, sollte die Gegend nicht zurückgehen, aber die Überlegung ist, je höher die Anforderungen an Arbeitgeber sind, desto höher die Kreativität wahrscheinlich, sich was auszudenken, wie man das umgehen kann. Genau. Also die GIG geht hoch, wenn wir die Arbeitsrechte stärken, weil unser Land die Technologien und die Voraussetzungen hat, dass eine GIG-Economy einfach umzusetzen ist. Das ist so ein bisschen, tja. Also ich finde es spannend, dass diese Sachen halt gegenläufig sind. Wir tun was für den Doctor Strike und gegen die GIG-Economy. Wir könnten höchstens noch mal schauen, ob es bei den Gesetzesvorschlägen irgendwas gibt, das in diese Richtung geht, um vielleicht einen anderen Weg zu finden. Warte mal gerade. Stimmt. Edelhack sagt gerade was Richtiges. Wir haben uns wieder von dem wie Democracy 3 Sachen an. Also wenn ich hier... Der Dr. Strike ist etwas Negatives... Wenn ich die Arbeitsrechte hochsetze, dann wird der Doctor Strike schlimmer. Und die Gig-Economy geht zurück. Es ist wirklich nicht einfach. Ja, also nee, die Gig-Economy geht runter, wenn wir die Arbeits... Ja, es ist wahrscheinlich... Es ist total spannend, wie wir argumentiert haben. Das hörte sich gerade total richtig an. Aber in die Arbeitsgesetzgebung fließt ja auch ein, was zum Beispiel Scheinselbstständigkeit bedeutet. Und da kann man ja auch festlegen, das heißt, das wird wahrscheinlich der Gig-Economy dann gegensteuern. Ich meine, wir wären ja schön blöd, wenn wir da nicht auch Gesetzesteile gegen das machen. Aber warum gehen die Doctor Strikes hoch? Dann, das verstehe ich nicht. Ach, weil wir nicht gelesen haben. Ja, also ganz simpel. Hier oben steht, Labor Laws are basically restrictions on a worker's right to strike. Oh! Das haben wir letztes Mal schon gelesen und ich war total baff davon, weil ich unter Labor Laws andere Sachen... Deswegen haben wir es nicht angefasst. Und dann ergibt es auch Sinn mit dem Hoch und Runter. Wir haben halt quasi die ganze Zeit von der anderen Seite argumentiert. Ja, richtig. Total gut. Gut, dass wir hier okay, vier Augenpaare drauf haben. Genau, man sollte Gesetzesvorlagen lesen, bevor man zustimmt. Richtig. Also würde ich das nicht anfassen. Ich folge dir auch. Ich würde jetzt eher nochmal in unsere Gesetzesvorlagen reingehen. Oder ich würde nochmal auf Flugverkehr gucken, weil der ist nach der Wahl, als wir die Zusammenfassung gesehen haben, so immens hochgegangen, dass wir da vielleicht mit Steuern nachregulieren oder bei Transport nochmal gucken. Ich würde nochmal in diesen Wirtschaftsbereich reingucken. Da gab es so ein paar kleinere Stellschrauben. Vielleicht haben wir da was für diesen Gig-Economy-Bereich mit drin. So. In der Hoffnung, dass ich mich übrigens wieder wie die Sonne in die andere Richtung bewegt habe. Also nicht, ja, ihr wisst schon. Ich wieder zurück im Bild bin. Ja. Also hier in der Wirtschaft. Antibiotika verbannen, also die präventive Gabe von Antibiotika bei Tieren in der Tierhaltung. Greift jetzt nicht zwangsläufig unsere Probleme an. Consumer Rights sind nie verkehrt, betrifft aber genau das, was wir im Sinn hatten, nicht. Vielleicht ist unten in dem Bereich, der jetzt noch rot unterlegt ist, irgendwas dabei, weil ich habe jetzt hier im Blauen nichts gesehen.
Ich auch nicht. Ben Sunday Shopping. Grüne Elektronik-Initiative ist super. Wenn ich mir diese Sachen angucke. Ne? Es geht natürlich wieder auf die Kapitalisten, aber ansonsten hier werden. Ja, aber es ist nicht direkt das, was wir gerade brauchen, das stimmt. Hier ist nichts dabei. Nee. Dann Steuern. Hier sind Micro Generation Grants, Public Tax Returns. Das ist für die. Das finde ich gut. Ja. Dass es einen Schwarzmarkt gibt, war mir unbekannt. Ach, kann ich hier noch nicht anklicken. Der scheint dann mit dem nächsten Update zu kommen. Ja. Empty Home Taxes haben wir uns auch mal angeguckt. Also gegen Zweitwohnsitz könnte man sagen. Wir haben jetzt aber noch nicht direkt ein Wohnungsproblem. Das hier finde ich auch gut, fasst aber gerade nicht unsere Probleme an. Sehe ich auch nicht. Also ich würde jetzt noch mal in Welfare reingucken. Nee, da ist auch nicht wirklich dabei. Also Universal Basic Income finde ich ja großartig als grundsätzliches Prinzip. Aber ist tatsächlich auch, also können wir uns A nicht leisten vom politischen Kapital her und wahrscheinlich auch nicht, also dann gehen wir wieder stark in Defizit rein. Public Services. Wie sieht denn das aus mit der staatlichen Wasserversorgung? Könnte uns das irgendwas bringen? Es greift nicht direkt die Wasserknappheit an, das macht ja auch Sinn. Es ist ein massives Programm gegen Armut, Arbeitslosigkeit. Ja, es gehört halt genau mit zu diesem Bereich der Daseinsvorsorge. Also, ja. Was ist ein, welches Gut ist uns allen zugänglich? Mhm. Und welches? Also, was okay, mir so unter der Nase gekommen ist, wäre also verpflichtende Nahrungskennzeichnung. Da wäre ich ja auch im echten Leben ganz stark für. Mhm. Dass ja, sehr groß draufsteht, wie viel Zucker, wie viel Fett drin ist. Weil es direkt die Fettleibigkeit betrifft. Aber das nur, weil ich das jetzt gerade gesehen hatte. Also könnte ich mir jetzt schon spannend vorstellen. Es kostet uns jetzt 12 politisches Kapital. Ansonsten kostet es uns nicht wahnsinnig viel. Nee, ich würde es im Hinterkopf behalten und ich würde auf jeden Fall in Transport reingucken, aber wo wir auch immer selten reingucken, ist Law and Order und da sind uns auch schon mal Sachen entfleucht. Das stimmt. Deswegen gucken wir mal, was haben wir denn hier? Ah, ich weiß wieder, warum wir da nicht so oft reingucken. Oh, das Right to Privacy würde ich mir gerne anschauen. Das auch gab es bei Democracy 3 doch auch nicht. Nee, gab es nicht. Und das würde auch gut passen zu unseren Smart Mietern. Das stimmt. Wir haben Smart Mieter eingeführt, also sollten wir auf das Recht der Privatsphäre auf jeden Fall achten.
Es hat halt nicht viele Auswirkungen, die uns jetzt in irgendeinem tatsächlich existierenden Problem helfen. Was müssten wir eigentlich tun, um die Anti-Corruption Agency an den Start zu bekommen? 20 politisches Kapital? Fände ich auch spannend. Weil Korruption ja vom Prinzip nur dann geht, wenn irgendwelche Leute irgendwelche Geldflüsse oder Zuwendungsflüsse verschleiern, die uns ja als Staat dann wieder fehlen. Das stimmt. Die nehmen uns allen das Geld weg. Ja, ja. Okay. Also versuche ich mir mal zu merken, auf jeden Fall ist Right to Privacy eine Sache, die jetzt nicht bei unseren aktuellen Problemen hilft, ich aber eine sehr, sehr wichtige Sache finde. Jetzt würde ich nochmal bei Transport reingucken. Sehr gerne. Und da fällt mir doch direkt die Car Emission Limits ins Auge. Ja. Es greift die Autobenutzung an, es greift die CO2-Emissionen an, es hat Auswirkungen darauf, dass es den Übergang zu Elektroautos gibt. Es kostet super wenig. Es ist halt eine Regulierung. Es ist halt wieder eine Regulierung, da muss man gucken, kaufen die Leute dann eher neue Autos? Wenn sie neue Autos kaufen, wem bringt das was? Lohnt sich das für uns, das zu subventionieren? Beispielsweise wie hier jetzt mit der Electric Cars Initiative oder mit den neuen Autos, also mit den New Car Subsidies. Oder sagen wir, neue Autos sind super, aber wir brauchen eigentlich eher eine Eisenbahn. Na, ich würde, wenn ich hier den Text richtig lese, hat das auch was von einer Umweltzone. Also, es ist nicht nur ein generelles Limit, sondern auch, dass man der Text ist ein bisschen verwirrend. Also, na klar, wir könnten auch nochmal die Subventionen für Neuwagen angucken. Da geben wir halt mehr Geld für aus. Ja, und schlussendlich wollen wir ja eigentlich weniger Autos auf der Straße haben. Ja. Auch weil wir ja vorhin schon festgestellt haben, dass wir eine Verstopfung, eine Straßenverstopfung und Staus und sowas haben. Ja, ein bisschen, und aber nicht wirklich viel. Da wären vielleicht die staatliche Eisenbahngesellschaft. Das ist, wieder diese Sache, die sehr, sehr lange dauert, um was zu tun, ne? Genau. Aber wenn, dann jetzt, ne? Richtig. Und es werden auch mehr Pendler und das Geld, was sie dann zur Verfügung haben, steigt auch, weil sie nicht im Auto fahren müssen. Ich finde die Argumentation gut. Wir schwimmen jetzt genau, was wir ganz genau tun, dann machen wir doch jetzt lieber direkt nach der Wahl, was sehr, sehr langfristig ist, was 24 Quartale dauert. Und wir werden mit langem Atem dann halt einen Vorteil davon haben. Das stimmt. Wir müssen es ja auch gar nicht so teuer machen. Wir können es ja auch erstmal auch... Wir können es als Stellschraube sehen, das stimmt. Ja, ich würde es einführen. Machen wir. Okay. Okay, die Einführung dieser Politik wird die komplette Industrie zum Staat überführen. Das gefällt Sozialisten, wird Kapitalisten sauer machen und have a large one of also wird einmal sehr teuer sein. Möchtest du das wirklich machen? Ich muss einmal 12 Milliarden ausgeben. Und das haben sie nicht gesagt vorher. Naja, ich kann ja jetzt Cancel drücken. Genau, was aber nirgendwo stand, war, dass wir ein bestehendes Unternehmen verstaatlichen. Das stimmt.
Und dann hätten wir die Diskussion auch anders geführt, glaube ich. Tja, verstaatlichen oder nicht verstaatlichen? 12? Oh Gott, ist das viel Geld. Milliarden, ja. Also zusätzlich zu den Kosten, die ja dann der Betrieb uns des Unternehmens kostet. Und es wirkt sich in 6 Jahren aus. Aber es sind sehr viele Vorteile. Ich wäre jetzt versucht, das tatsächlich zu tun. Was meint der Chat, liebe Menschen? Sollen wir eine Firma oder mehrere Firmen komplett verstaatlichen, damit wir ein komplettes Eisenbahnsystem in Staatshand haben, was einmal sehr teuer ist? Ja. Okay. Es gibt die erste Stimme für die staatliche Eisenbahn. Ich würde trotz der vielen Kosten und trotz des Verstaatlichens, was vorher nicht so klar war, tatsächlich dazu sagen, aus denselben Gründen, wir machen das jetzt, damit wir eine langfristige Sache haben, die sich langsam entwickelt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja. Weil wenn wir die Eisenbahn in staatlicher Hand haben, dann haben wir eine viel bessere Stellschraube, wenn es dann in irgendeiner Form, und die Autofahrer können wir dann immer noch unterstützen, wenn wir da Bock drauf haben, aber dann können wir wenigstens sagen, genau, wir machen das Autofahren jetzt teuer. Guck, wir haben ein staatliches Eisenbahnsystem und das ist in Schuss. Ja, und damit können wir auch sagen, wir machen Autofahren teuer, haha. Ja, dann können wir auch mal Geschichten gut mit anbinden. Ja, also würde ich das... Ich kann deine Argumentation nicht entgegensetzen gerade. Will es auch eigentlich gar nicht. Alles klar. Dann machen wir das jetzt. Ja, es wird auch gesagt, ich bin mir etwas unsicher, was dieses Beamtenwesen angeht, wenn verstaatlicht wird. Ja... Ich habe Romy gerade so weit. Nein, wir machen das jetzt. Ich bin sehr gespannt, was es bedeutet. Oh, okay. Rail Industry, na klar. Totaler Abbruch. Und wir können uns, wie viel wir dann noch ausgeben. Wir werden dann sehr ins Defizit kommen. So, wir müssen 5,8 Milliarden ausgeben, damit wir, vielleicht war es doch keine gute Idee, damit wir in derselben Rail-Usage bleiben. Es ist sehr teuer, aber es wird sich auf lange Sicht wirklich auswirken. Viele Pendler kommen hinzu. Na klar, wird die Arbeitslosigkeit, geht runter. Kapitalisten finden es ein bisschen doof, aber ich würde es dann jetzt halt auf 5,8 tatsächlich lassen oder knapp auf 6 hoch. Ja. So. So, dass die Pendler momentan, und wenn wir das relativ niedrig haben, das staatliche System noch nicht in ihrem Portemonnaie mehr haben. Ja. Dafür müssten wir es jetzt noch weiter hochziehen, aber da stellt sich dann auch irgendwann die Kosten-Nutzen-Frage, glaube ich. Richtig. Und ich würde jetzt pauschal postulieren, ich habe natürlich keinen Beweis dafür, aber wir sind einer Aushöhlung durch Privatgesellschaften des Schienennetzes und der Eisenbahninfrastruktur zuvorgekommen. Ja, wir können jetzt zumindest versuchen, ich weiß gar nicht, wie weit das jetzt innerhalb des Spiels möglich ist, aber wir hätten jetzt die Möglichkeit, auch Linien, die vielleicht nicht super rentabel sind, aber die einfach Sinn ergeben, einfach auch halten zu können. Ja. Allerdings müssen wir halt damit leben, dass niemals
ein Bereich sein wird, der Geld abwirft. Wir werden immer drauf zahlen. Ja. Das ist tatsächlich eine Sache, ja. Aber jetzt ist es so. Na dann. Ich finde es auch super, dass die Armut zurückgeht. Also das sind einfach ganz viele Nebeneffekte. Insofern kommt. Genau. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall einen zauberhaften Tag.